Siehst du, warum ich nicht so gerne in der Hölle war? Alles brennt, alles sieht unfreundlich aus. Kein Wunder, dass hier keiner hingeht. Wisst ihr, so freut sich doch kein Mensch auf die Hölle. Könnt ihr sich mal ein bisschen freundlicher mit Blümchen gestalten und sowas? Ist das so viel verlangt? Stell dir mal eine Hölle mit Blümchen und so vor, das wäre doch... Voll cool. Ein Kletterwitz. Ein Kletterwitz? Was ist das? Ein kompletter Witz. Kennst du für Witze? Ja, doch, Kletterwitz. Die üblich bekannten Kletterwitze. Verhalten sich wie Kletterpflanzen, bloß weniger pflanzig. Wow! Da steckt erstmal ein Gast fest, ich glaub's auch. Alter, was für ein Vieh. Au! Das Ding hat 10 Augen oder so. Ungelogen, es hatte 10 Augen! Und der Dackel! Ich buddel mich gerade zu dem Vieh durch, das steckt da. Okay. Wenn ich mich einen Schritt näher, bin ich tot. Alter! Wow! Wow! Stirb! Leute, ein Schuss und es ist tot. Was für ein Witz. Alter! Muss man sagen. Das Thumbnail wird mega geil. Das sah echt richtig gut gemacht aus, das Vieh. Ich hatte gerade richtig Schiss, als ich das gesehen habe. Was war gerade? Also nachts in dem Spiel hier gerade unterwegs zu sein, ist echt kein Spaß. Hast du dich gerade Spaß genannt? Über. Hast ja. du dich Spaß genannt? Irgendjemand muss hier heute nochmal sagen. Hier war doch gerade ein Slime. Ich habe doch gerade ein Slime hier gesehen. Ach, da unten. Günther! Okay. Ich bin zwar scharf auf die Slimes, aber ich springe jetzt nicht in die Lava hinterher. Das soll sich nicht so gut machen, habe ich gehört. Wenn man nicht unbedingt ein feuerresistenter Slime ist. Kommt drauf an, ne? Wenn man auf was steht. So. Ohne Shader sieht's ja aber trotzdem ganz schön geil aus, muss man mal sagen. Auch ohne Shader gefällt es mir, aber ich mache die Shader wieder rein. Ne, das sieht noch ein bisschen geil aus. So. Wir haben jetzt Neverstone ohne Ende gefunden. Mit Ende gab's leider nicht mehr, das war ausverkauft. Dann machen wir uns mal kurz zwei Suppen noch. Also wir haben ja jetzt Schweinefleisch und Ende, aber wir können jetzt auch Pilzsuppen machen, das ist ja kein Ding. Was ich sehr realistisch bei Minecraft finde, ist, dass man die wenn man die Pilzsuppe gegessen hat, dass man die Schälchen wiederkriegt. Das finde ich cool. Ja, an welchen Punkten hat Minecraft doch etwas Realistisches? Zum Beispiel, dass man Sand in die Erde platzieren kann, dass man irgendwas in die Luft platzieren kann und es nicht runterfällt. Das ist einfach... Deswegen sagte ich, manches nicht alles. Da denkt man sich dann so, meine Fresse. Minecraft, oh liebes Minecraft, warum machst du solche fatalen Fehler? Was? Ich und durchgespaced? Ich glaube nicht. Bin ich verrückt? Das sagt mir meine zweite Stimme auch immer. Ich bin nicht verrückt. Oder mir, ich habe einen ärztlichen Attest. Ich habe einen ärztlichen Attest. Ja. Schon klar. Warum? Was ist daran falsch? Ich habe ein ärztliches, nicht ich habe ein ärztlichen.
Ach, kack mich da nicht zu, Junge. Du mit deiner scheiß Rechtschreibung. Schrechtreibung. Ich wollte gerade sagen, du bist halt auch nicht so gut drauf, von wegen, hier, ne? Schlechtreibung. Das hat ja aber dann eher was mit Bett zu tun. Schlechtreibung. Oder mit den Leuten, die im Bett liegen. Naja, das war jetzt eigentlich auch darauf bezogen. Das, also, du weißt schon. Naja. Okay, ich wollte mir eigentlich gerade einen Zaubertisch machen. Da fiel mir auf, dass ich gar kein Zuckerrohr besitze. Wo bekomme ich denn bitte... Das war dann natürlich... Wo kommt ihr denn auf einmal an, ey? Die blendendste Frage ever wäre jetzt natürlich, wo bekomme ich Zuckerrohr her? Und die noch blendendere Frage ist, warte mal, ich hab noch 1, 2, 3, 4. Und ich hab auch das hier. Ich kann doch theoretisch... Yay, ich hab einen Kompass! Scheiße. Alter. Wisst ihr was, lieber Wolke? Ich hab mir jetzt einen Kompass gemacht. Oh. Schock, ey. Vom Feinsten. Der zeigt ja auch immer dahin, wo ich herkomme. Huch. Und damit werde ich jetzt einfach mal auf Bootstour gehen. Ich werde jetzt einfach mal gehen. So. Ich leg das Weizen mal hier rein. Ich gehe nochmal kurz runter. Schau mal, was die Schweinchen so machen. Aua. Die scheinen sich aber nicht. Die scheinen sich aber nicht so wirklich rauszutrauen. Ach ne, die spawnen einfach noch nicht, wenn ich nicht in der Nähe bin. Das könnte natürlich auch der Grund sein. So, gleich mal ein paar Schweine wieder abgemurkst. So, es war mir echt rund, ich wollte diesen Runde mal ein paar Schweine holen. Ich habe gedacht, vielleicht hat sich einer schon irgendwie hochgetraut, aber anscheinend dann doch nicht. Werde ich vielleicht doch mal mit alleine, aber da bräuchte ich wieder Slimes dafür. Und Slime, habe ich schon mal einen Slime gefunden hier im Let's Play? Wisst ihr das beim letzten Mal, ob ich dann Slime hatte? Och, frag mich nicht. Enderperle? Ne, ich glaube hier keinen Slime gehabt. So, dann brate ich mir nochmal schnell hier 6 Fleisch, dann bin ich bei 26, das sollte auf... Ach komm, 20 reicht noch. So. Ich mache mich einfach mal auf den Weg. Und erkunde mal die Welt da draußen. Yay! Voll cool. So, dann fliegt man einfach mal nach da und ich schau mal, ob hier irgendwann auch mal was kommt. Das würde mich echt interessieren, ob es wirklich die einzigste Insel hier ist oder ob das nur in einem gewissen Territorium die einzigste Insel ist. Was ja eigentlich dann ziemlich schlecht wiederum wäre, weil dann hätte das Spiel ja keinen Sinn mehr. Glaube ich. Oder was meinst du? Glaubst du? Ja, ja. Lol, was ist das denn? Guck mal! Die haben das echt... Da ist eine Wüste unter mir. Oh oh, oh oh. Warte mal. Was soll ist das denn? Hier endet das Wasser einfach mitten in der Luft und 50 Meter unter mir ist die Wüste. Ja, passt doch. Mitten in der Luft? Endet hier einfach das Wasser. Flupp. Ende.
Ist doch geil. Alter, ich wäre jetzt hier beinahe über... Kann man hier einfach runterfahren, um zu sterben? Alter Schwede. 3, 2, 1. Alter, ich mach's da drüben. Komm ich jetzt rum? Da ist ein Fluss. Lol, die haben mir einfach wirklich Wasser drauf gesetzt. Woohoo! Oh oh. Congratulations, sie sind gestorben. Nein! Das kann nicht die Wahrheit sein. Jetzt bin ich echt gestorben. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz jetzt. Jetzt bin ich echt abgereckt einfach. Aber weißt du, das sah gerade echt aus wie bei Fluch der Karibik, das Ende der Welt, ne? Du fährst auf dem Wasser, auf einmal denke ich mir so, hä? Warum sind da unter mir, warum sind da unter mir auf einmal, jetzt habe ich hier 5 Boote gemacht, naja, egal. Warum sind da unter mir auf einmal, hier paar Blumen und sowas, ne? Dann sehe ich, das ist gar nicht unter mir, das ist vor mir und auf einem Schlag siehst du nur, wie das Wasser abrupt 50 Meter nach unten abbricht. Einfach so eine Wand. Geil. Auch nicht schlecht. Ja. Dann gehen wir mal und holen unser Zeug zurück. Das war jetzt natürlich nicht so geplant. Also auf Deutsch befinden wir uns ja einfach nur in einem riesigen Swimmingpool. Und da ist die Stelle wieder. Wir sind riesen Swimmingpool, okay. Ist gar nicht. Da ist die Stelle wieder. Da hört das Wasser auf. Okay, ich habe diesmal mit einem Herz überlebt. Super, gell? Hey, immerhin hast du überlebt. Ich meine, das war bestimmt auch nicht... Was zur Hölle? Ich sag's mal so, sie haben sich bestimmt intelligentere Menschen vorgestellt. Gut, man geht nach nicht richtig davon aus, dass wenn du auf Wasser fährst, dass es auf einmal 50 Meter nach unten geht, ne? Also das davon geht man nicht aus. Ja, das ist... Aber ich bin in der Wüste rausgekommen. Sand! Ich hab Sand! Yay! Sand! Hast du kurz was essen? Es existiert, also es ist nicht verboten, es abzubauen. Yay! Ich hab Sand gefunden. Da. Na gut. Dann schau ich mal, was ich hier so finde. Boah, sieht voll geil aus, so nachts. Alter, guckt euch das an, wie hier einfach Wasser reingezogen wurde. Einfach so eine gigantische Wasserwand. Ist doch unnormal. Aber echt, hä? Ich hätte gern Zuckerrohr. Ist ja auch schön, dass die sich hier eine Basis eingerichtet haben und einfach die Zombies hier oben drin rumsetzen. Lasst mich in Ruhe. Geh doch in die Luft, ist mir auch egal. Aua, aua. Zuckerrohr, yay, ich habe Zuckerrohr gefunden. Das ist nicht gegen die Regeln, nein. Was? Naja, ich glaube nicht, dass man hier sein sollte. Ich bin schon wieder gestorben. Das ist doch ein Witz. Kommt schon, Leute, das ist ein Witz. Ich
doch nur ein bisschen Zuckerrohr haben. Vor allen Dingen, ich will doch nur die ganze Zeit spiele ich so übelst sicher. Die ganze Zeit spiele ich so übelst sicher. Verliere nicht einmal mein Leben. Nein. Und kaum verlasse ich diese scheiß Insel hier und sterbe erstmal 5 Trilliarden Mal. Mindestens ich pack's einfach nicht. Jedes Mal diese scheiß Mission, ey. Wirst du da willst du Verbündeten helfen, wo ich schon vor 2 Minuten geholfen habe und wieder verreckt einer von mir, ey. Ich fass es nicht. Es geht mir in Watch Dogs. Ich hab schon zwei von den, ich sag mal, relativ Anfangscharakteren verloren. Okay. Und weiß ich, überleg die ganze Zombie-Invasion auf dieses Scheißhaus. Es passiert nichts. Und auf einmal steht ein übelst fetter Typ im Haus, direkt hinter mir. Hallo! Packt mich, beißt mich, zerreißt mich. Dachte ich auch so, na toll. Klasse, ein Creeper hinter mir. Stopp! Das zählt nicht, ich will nur mein Zeug wieder haben. So. Da kommt alles her. So, hier, da, hier. Da. La 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 la. Ich habe mein Diamantschwert noch nicht. Oh komm schon, mein Diamantschwert, wo ist das? Ich wollte nur was ausprobieren. Ah, das ist doch. So. Jetzt bin ich nochmal so dreist und probiere noch was aus. Und zwar werde ich jetzt hier... Gut, das war... Ist ja wie ein Fahrstuhl. Yay! Und auf nach Hause. La 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 la. Oh, sonst so alles schön bei dir, ha? Ja, kennst mich ja. Das ist einfach das Übliche. Das ist mein Haus. Mein Haus, das meinen Namen trägt. Hoch am Himmel steht. Nee, hoch im Wasser steht. Da schlafe ich. Bei dir steht's vielleicht im Wasser. Rohrbruch, wir haben Rohrbruch. Flapp. So, super, ich habe Weizen, ich habe Zuckerrohr bekommen. Zwar auf eine Art und Weise, wie ich es eigentlich hätte nicht bekommen dürfen, aber das erzählen wir einfach keinen. Lalalalalala. Ach ja. Gut, dann würde sagen, das war's dann auch erstmal für heute, meine lieben Freunde, Damen, Herren, Musikverwandte und Unverwandte. Warum machen wir Musikverwandte? Ihr hört dieselben Musik wie ich, dieselben Musikverwandte. Ich habe Screenshot gemacht. Warum habe ich einen Screenshot gemacht? Denn ich muss ja auch eine ganze Ecke mehr aufnehmen, meine lieben Freunde. Deswegen wird das heute nicht mehr so viel hier. Wir haben auf jeden Fall ein Nether-Portal gebaut. Wir waren da, wo wir hätten nicht sein dürfen. Am verbotenen Ende der Welt. ist alles super. Okay. Tja, und ja, wir haben an sich jetzt
alles schon erledigt, was wir erledigen sollen, laut den Questgebern. Wir werden natürlich hier noch ein bisschen bauen, werden hier noch ein schönes, werden da noch ein schönes Holz, Plantagending hinbasteln, werden mit den Schweinen noch ein bisschen was hochholen, werden mal schon was wir sonst noch so hier machen und ja. Haben sie einmal Wasser hier drauf gesetzt, ich glaub's nicht. Na gut. Na dann, bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Tschüss. Tschüss.